Andre! Ich schau mal ganz kurz hier noch zur Seite. Was zum Teufel ist der? Okay. Also erstmal war der Wasserhahn aus. Andre, wo bist du, Mann? War an, als wir dort waren, und hier ist auch kein Schimmel vor dieser Tür oder was auch immer das sein soll. Ist auch verschlossen. Okay. Die Sicherung fehlt. Und da steht auch kein DVD-Rekorder. Oder beziehungsweise Videorekorder, Entschuldigung, das ist ja noch ein etwas älteres Gerät. Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Okay. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ja, na, hoffen wir mal, dass wir ihn finden. Ach, und hier ist eine Leiter. Zuerst. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Das war ja so klar, du Arschloch. Aber na gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Was siehst du? Was ja. Ist? Ich kann doch nicht viel sehen, wenn ich Leiter runterklettere. Entschuldige bitte. Irgendwas zugedeckt. Ach, hey, und unseren Kumpel. Gut. Ich werde dich an den Stein zerschmettern. Okay, das ist krank. Ich meine, wir haben uns gerade das Video reingezogen. Und jetzt liegt der Zettel hier mit Blut geschrieben, dass er uns zerschmettern will. Das ist krank. Oh, haben wir jetzt vielleicht die Leiter hier unten? Nee, aber den Schlüssel für die Hintertür. Alles, was ich irgendwie anschlagen will, ist. Ja. Und zerstört. Hallo? So, hat jemand lang gelaufen. Runter in den Keller.
schon unser Freund. Einmal angefasst haben. Alter Schwede. Puh. Sehr gut, sehr gut. Jetzt hoffe ich nur, dass es auch beim zweiten Mal so gut klappt. Jetzt machen wir erstmal die Knarre. Daddy. Wir haben aber eindeutig noch zu wenig Schuss. Deswegen gehe ich nochmal kurz nach oben. Dann wissen wir ja von der letzten Folge noch, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen rumliegt. Oh, hier war ja nichts. Und was passiert eigentlich? Gut, dann halt nicht. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall hier eine Truhe war mit Munition. Jawohl. So, haben wir hier noch. Ja. So, haben wir jetzt hier vielleicht irgendein Teil, das wir noch brauchen für diesen Finger? Das habe ich noch nicht gesehen. 5 Leute wurden ermordet. Ich dachte nicht rein. Ruhestätte. Ist jetzt vielleicht. Naja. Jetzt vielleicht mit irgendwas kombinieren? Auch nicht. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Inventarslot frei. Das heißt, irgendwo muss es noch was geben. Nur wo ist die Frage? Und was? Haben wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt 8 Schuss. Okay. Gut, ich will nochmal ganz kurz hier schauen. Aber wenn dort eine Nachricht an der Wand war, gibt es dann vielleicht noch mehr, die uns zum Weg nach draußen führen? Wird's wieder interessant. Was haben wir hier noch irgendwie was übersehen? Okay, also wir sollten auf jeden Fall an den Wänden gucken. Aber kann ich euch jetzt hier endlich mal mitnehmen? Naja, auch nicht. Okay. Hallo? Wirklich jetzt. Zu wissen, habe ich nämlich noch gar nicht so drauf geachtet. An der Wand.
versteckte Nachricht. Nee. Okay. Kann nicht hier verwendet werden, aber ich hätte. Also ich weiß, dass dafür der Schlüssel ist, aber ich glaube, das wäre zu einfach. Ah, ich halte vielleicht mal den Puppenfinger oben. Moment mal. Wir wissen ja, dass wir den Dachbodenschlüssel, den finden wir bei diesem hässlichen Vieh da unten, aber die Frage, vielleicht können wir die auch einfach mit dem Puppenfinger aufmachen. Leider nicht ans Inventar ran, schade. Hätte ja klappen können. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt 8 Schuss. Ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht diesen einen Schuss haben, der das Ganze entscheidet. Und wir nicht gebissen werden und auch nicht infiziert sind. Ich höre dich doch, wie du hier durch den Schacht kriegst, du kleiner Lappen. Ich würde jetzt schnell in den anderen Raum rennen. Du hässliches Vieh, lass mich in Ruhe. Haha. Wir wurden nicht einmal angefasst. Jawoll. Jetzt nichts wie ab nach oben. Alter. Ja, da kriegt man gleich wieder Puls. Ja. Und wir nehmen den Schlüssel nach draußen. Als die Behörden das Haus durchsuchten, fanden sie weder eine Videokassette noch andere bekräftigende Beweise für Mordfälle. Der Mann machte eine befremdliche, aber detaillierte Aussage. Jedoch wurde ihm die Glaubwürdigkeit abgesprochen, nachdem man eine kleine Menge LSD in seinem Besitz fand. Ja, Leute. Das ist das wahre Ende. Der Horror geht weiter, nämlich am 24.01.2017. Ich freue mich schon riesig auf die Vollversion und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Werden wir denn richtig loslegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum Januar.